2018, das soll ein Video werden, was 2018 alles so passiert ist. Also jetzt nicht so Jahresrückblick, weil den sieht man im Fernsehen besser, sondern alles, was mit meinem Kanal zu tun hat. Peace. Was war das für ein Jahr? 2018 ist eigentlich um. Ich hoffe, ich kann das Video noch rausbringen, bevor die Knallerei losgeht. 2018, das soll ein Video werden, was 2018 alles so passiert ist. Also jetzt nicht so Jahresrückblick, weil den sieht man im Fernsehen besser, sondern alles, was mit meinem Kanal zu tun hat. Ich möchte mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken für euren Support. Ich mag solche englische Worte eigentlich gar nicht. Für eure Unterstützung. Und eure Unterstützung heißt nicht, dass ihr für mich spendet oder sonst irgendwas, weil das will ich auch nicht, sondern dass ihr meine Videos schaut. Ich habe gesehen, dass immer noch so ein bisschen über 60%, ich glaube 63% der Leute, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, klar wären es 60% mehr, das wäre nochmal ein Haufen mehr, aber ich bin jetzt auch keiner, der so bittelt und bettelt, bitte drückt den Abo-Button, das bin ich nicht. Dann natürlich auch Premiere, das erste Mal mit meinem Osmo Pocket, ja, in 4K und 60 Hertz. Ich will es mal ausprobieren, ich hätte mir ein schöneres Wetter vorgestellt, irgendwie heute ist es auch so dunkel und Wolken überall. Mal schauen, wie das Bild ist, ob das so verkrieselt ist oder so. Das werden wir dann erst sehen. Ich werde es trotzdem online stellen, auch wenn es verkrieselt ist. Sorry dafür. Vor ziemlich genau einem Jahr, das war glaube ich am 27. Dezember, müsst ihr nochmal nachschauen, habe ich ein Video rausgebracht. Das ging dann um 2017, so ein kleiner Rückblick. Und damals hatte ich 32 Abonnenten. Für diejenigen, die jetzt da zuschauen und die da bei den 32 Abonnenten damals schon dabei waren, Dankeschön für eure, für euer zähes Sitzfleisch und euren scheinbar gut gefilterten Ohren, weil ihr seid dann am längsten mit dabei, über ein Jahr schon, und das gefreut mich. Nein, gefreuen tut's mir nicht, es gefreut mich. Ganz einfach. So. Dann war es Ende Februar, glaube ich, war es, habe ich dann so ein kleines Video rausgebracht mit Special 100 Abonnenten. Und das war ja so gegen Ende Februar. Interessant, da habe ich nämlich dann zum Schluss in dem Video gesagt, Mensch, Ende des Jahres 500 Abonnenten, wäre schon geil. Das habe ich geschafft mit eurer Hilfe. Dankeschön. Sind ein bisschen mehr geworden. Kommen wir zur Statistik. Ich habe alles vorbereitet. Ich blende es dann auch euch ein. Und ich habe extra einen Parkplatz ausgesucht, weil ich war nämlich gerade unterwegs und habe selbstgemachte Marmelade geholt. Erdbeermarmelade und Holunderchili, weil die mir einfach am besten schmecken. Und ich bin jetzt in Kassel und wollte eigentlich so unter der Fahrt halt filmen, so wie normal auch, aber A, funktioniert das mit dem Osmo Pocket nicht so richtig, da habe ich noch keine richtige Befestigung, und B, weiß ich noch nicht, wie ich am Ton, ob der Ton passt, weil der Ton ist jetzt mit den internen Mikrofonen gemacht. Ich wollte einfach mal sehen, den Unterschied zwischen iPhone im Auto oder Osmo Pocket im Auto, weil da kenne ich die Akustik, da ist die Akustik ganz gut. Und natürlich kann ich nicht fahren, weil ich sehr viel ablesen werde. Ich habe mir nämlich die Statistik mal ausgestatistikt. Und wir werden jetzt mal sehen. Ich blende es euch natürlich immer wieder ein. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob wir... Genau. Kommen wir zur Übersicht. Die Übersicht für den Kanal. Da sind auch die geschätzten Umsätze dabei. Da möchte ich auch noch was sagen. Ich werde die nicht abdunkeln oder unkenntlich machen, weil das kein Geheimnis ist, was man
bei YouTube verdient und was man nicht verdient. Ich habe für mich vorgenommen, ich werde den Betrag am Jahresende, wenn ich den ausgezahlt kriege, werde ich den spenden. Ich weiß noch nicht an wen, aber ich werde mir schon was einfallen lassen. Da gibt es ja genug Sachen, die man unterstützen kann. Ich habe auch dieses Jahr kein Feuerwerk. Nicht wegen Umwelt und keine Ahnung was, sondern einfach, weil ich keine Lust habe. Und diese 60 Euro, die ich eigentlich sonst immer verballer, habe ich einem Internetkanal gespendet, oder einem YouTube-Kanal gespendet, der heißt Hope for Paws. Und da kann ich ja mal einen Link reinsetzen. Das ist eine Organisation, die rettet Tiere. Ja. Es gibt Millionen andere wahrscheinlich, die man unterstützen kann. Vielleicht schimpft auch jetzt der eine oder der andere, wieso kannst du die unterstützen? Unterstützt doch lieber andere. Ich glaube, dass egal ist, wen man unterstützt. Hauptsache, man macht das. Kommen wir zur Statistik. Ihr könnt auch wieder ausschalten. Das wird wahrscheinlich heute ein bisschen langweiliger werden. Oder auch nicht. Mal schauen. Statistik. Und zwar habe ich, blende ich euch jetzt ein, diese Statistik zählt jetzt die letzten 28 Tage. Deswegen sind die Aufrufe oben noch, also nicht aktuell, was das ganze Jahr betrifft. Die Abonnenten schon. Ich habe nämlich momentan 2398 Abonnenten. Also ich sag mal so grob 2400 Abonnenten und damit um einiges mehr, als ich eigentlich mir vorgenommen habe. Danke dafür. Freut mich, abonnieren ist für mich zwar nicht wichtig, aber irgendwie ist es doch wie der Applaus für einen Künstler, je mehr das abonniert haben, umso mehr Leute gefällt das. Wie gesagt, 63% der Videos werden von Leuten geschaut, die den Abo-Knopf nicht gedrückt haben. Ist auch kein Wunder, weil viele YouTube zwar nutzen, aber keine eigene Kennung haben, keinen eigenen Account haben und deswegen, glaube ich, kann man gar nicht abonnieren. Also wird es da immer eine Dunkelziffer geben, ist aber auch nicht schlimm. Da sieht man auch die letzten Videos, die ich jetzt da so reingezogen habe. Und ich habe die Statistik schon mal gemacht, habe aber das DJI Osmo Pocket Vorstellungsvideo noch nicht drin gehabt. Und deswegen habe ich das heute, also auch heute Vormittag noch gemacht schnell. Das heißt, diese Zahlen sind sehr aktuell, was auch für mich mal ganz interessant ist zu sehen. Geschätzter Umsatz 62,67 €, kommen wir dann noch drauf. Wiedergabezeit 237.000 Minuten. Ja, wie gesagt, für die letzten 28 Tage. Interessant war, Maingau erhöht die Preise drastisch. War für mich interessant oder sehr verwunderlich eigentlich, dass ich dafür 33 Daumen nach unten gekriegt habe, weil ich eigentlich das gar nicht so negativ gedacht habe. Aber interessanterweise mit 6500 Views oder Klicks ist das Video eigentlich einer meiner erfolgreicheren Videos. Dazu, das Video ist ja gerade mal 10 Tage alt. Gehen wir weiter. Und zwar, und das macht mich irre stolz, die Aufrufe und die Wiedergabezeit. Und zwar aufs ganze Jahr gerechnet. Die Wiedergabezeit in Minuten, das ist schon fantastisch. 1,8 Millionen Minuten wurden meine Videos gesehen. Über 1,8 Millionen Minuten. Das ist, ich rechne es gar nicht aus, irre viel. Wundert mich schon ein bisschen. Und dementsprechend macht mich das schon ein bisschen stolz. 1,8 Millionen Minuten. Was kann man in der Zeit Sinnvolleres machen, als meine Videos zu schauen? Jede Menge. Da fallen mir einige Sachen ein. Aber so ist es halt. Dann haben wir die Wiedergabezeit in Minuten. Nee, nehme ich jetzt nicht. Sondern die Aufrufe. Jetzt kommen die Aufrufe der einzelnen Videos. Das heißt, welches Video ist am meisten gesehen worden oder angeklickt worden? Und da ist auf Platz Nummer 1 Walter Röhrl bringt Fakten zur E-Mobilität. Ja, das ist ein sehr kontroverses Video gewesen, ein sehr kontroverses Thema. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt über ein Interview mit Walter Röhrl. Und da haben sich auch die meisten Leute drüber aufgeregt, dass ich mich da aufrege. Da kommen wir dann noch dazu.
aber es ist auch am meisten aufgerufen worden. Das heißt, die Video oder das Video, das am meisten geklickt worden ist, ist eben dieses Walter Röhrl Video mit 11.422 Klicks. Ja, ist eine krasse Sache, sage ich mal, ist ganz schön viel. Und man sieht schon, dann auf Platz 2, Fokker testet die Zero DSR 14.4, das ist das E-Motorrad. Der Unterschied ist schon gravierend zwischen den zwei Videos. Zwischen Platz 1 und Platz 2. Interessant für mich ist es eigentlich eher, was für ein Video auf Platz 2 kommt. Und dass die Leute das halt anschauen mit dem E-Motorrad. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe eigentlich gedacht, dass das nicht so oft geschaut wird. Aber bin ich ganz froh drüber. Passt wunderbar. Gefällt mir auch das Motorrad. Habe ich ja ein Fazit gemacht. Würde ich mir schon kaufen, wenn es nicht ganz so teuer wäre. Auf Platz 3 habe ich mir fast gedacht, kommt der Kia EV. 15.000 Kilometer Inspektion. Ich habe mir gedacht, das interessiert die Leute. Das passt auch mit 6.531 Aufrufe. Danach kommt gleich Maingau, erhöht die Preise drastisch mit 6.468. Das heißt, obwohl die Kia-Inspektion schon, ich glaube, 4 Monate her ist und das Maingau-Video gerade mal 10 Tage alt ist, kommt das Maingau-Video sehr gut voran nach oben. Also mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Krass. Genau, dann kommt die Wiedergabezeit in Minuten. Das heißt, wie lang wurde ein Video angesehen? Und zwar nicht in Prozent, sondern einfach in Minuten. Und das sieht man hier. Und da ist es umgekehrt. Da ist es so, dass der Test von der Zero DSR 14.4 82.000 Minuten angeschaut worden ist. Danach erst Walter Röhrl bringt Fakten zur Immobilität mit 71.000. Volkerchens Heimvorteil 26 E-Mobilität ist schmutzig, war das dann mit 67.000. Und dann kommt schon das Maingau-Video mit 58.000 Minuten. Und danach kommt wieder der EV 15.000 Kilometer Inspektions-Videotest. Ja, verwundert mich auch ein bisschen. Das heißt für mich, das Walter Röhrl Video ist zwar öfter geklickt worden, aber viel kürzer geschaut worden, weil wahrscheinlich sehr viele gedacht haben, bevor ich negativ kommentiere, schalte ich lieber ab. Ist es euer Recht. Dann machen wir weiter mit mag ich und mag ich nicht Videos. Fangen wir mit mag ich Videos an, also Daumen nach oben. Es ist ja für mich auch immer so ein bisschen... Ja, es ist ein Thema für mich, weil es ist, glaube ich, ein Thema für jeden YouTuber. Mag ich heißt ja toll, mag ich nicht heißt ja nicht toll. Was man an einem Video toll findet und was man an einem Video nicht toll findet, steht leider nicht mit dabei. Und das ist ein bisschen schade, weil ich möchte schon jedem recht machen, dass das nicht funktioniert, weiß ich. Das sagt mir auch jeder, das ist mir auch völlig bekannt. Aber man ist trotzdem immer wieder ein bisschen... Also so geht es mir auf jeden Fall immer wieder ein bisschen beleidigt nicht, ein bisschen enttäuscht, dass es trotzdem Leute gibt, denen Videos nicht gefallen. Was ganz normal ist, und das ist ja auch euer Recht, das solltet ihr auch machen. Ich würde halt gern wissen, was euch an einem Video nicht gefällt. Warum gibt man einen Daumen nach unten? Ist es das Thema? Ist es der Typ vor der Kamera? Ist es die Präsentation? Ist es die Technik? Irgendwas muss einem ja nicht gefallen, sind es die Aussagen. Und da wäre halt trotzdem ganz gut, wenn man eventuell einen Daumen nach unten gibt, vielleicht noch schnell einen Kommentar reinsetzt, da vielleicht auch nochmal einen Daumen nach unten gibt, symbolisch und sagt Präsentation oder Fakten oder Meinung oder du. Irgendwas, dass ich das ändern kann. Vielleicht setze ich mich dann nicht hin, wenn es ich bin, als negativer Part der Videos, sondern ich setze halt einfach, keine Ahnung, eine Gummipuppe hin oder so. Wollen wir mal gucken. Die Fokker Gummipuppe, die ist bestellbar. Als Beifahrer. Nein, wäre aber ganz lustig, glaube ich. Ja, gut. So, mag ich Bewertungen. Da haben wir es. Und mag ich Bewertungen ist...
Fockerchen, sein Vorteil 29. E-Mobilität ist schmutzig. Sehe ich gerade. 29. Da muss ich nochmal schauen, weil es steht ja bloß SC dort. Ein SC kann ich euch dann vielleicht einblenden, genau was es ist, weil ich habe zwei Videos, die so heißen. Einmal Fockerchensheimfahrt Teil 26 und einmal Teil 29, was ja so nicht stimmen kann. Aber ich glaube, der 29er ist das E-Mobility, dieses schmutzig Video mit 653 Daumen nach oben. Dankeschön. Dahinter sehe ich dann die Daumen nach unten, da komme ich dann aber noch dazu. Das ist dann eine andere Bewertung nochmal, anderes Bild. Dann kommt Walter Röhrl, bringt Fakten zur E-Mobilität mit 492. Kann ich euch schon gleich sagen, das ist aber auch das Video, das am meisten Daumen nach unten hat. Ja, ist so. Das ist auch das Video mit den meisten Hasskommentaren, die ich teilweise auch gelöscht habe. Sonst lösche ich eigentlich nichts. Nur, wo dann drin steht, willst du mit mir spielen? Ich habe Nacktfotos von mir. Die lösche ich auch. Und ich habe keine Nacktfotos von mir. Das will ich ja selber nicht einmal. So. Dann kommt Frechens Heimfahrt Teil 28. Wird VW die E-Mobilität dominieren? Ja, denke ich immer noch. Und das hat 373. Also das ist dann, laufen alle so sehr eng beieinander. Ein kleiner Ausrutscher war eben die E-Mobilität, die schmutzig mit 653. Kommen wir zu Mag-ich-nicht-Bewertungen. Mag-ich-nicht-Bewertungen, habe ich ja schon gesagt, Walter Röhrl bringt Fakten zur E-Mobilität. Das sind die meisten Mag-ich-nicht-Bewertungen mit 116 Daumen nach unten. Da haben ja einige geschrieben, eben was sie da oder warum das den Daumen nach unten gegeben haben, haben das aber gleich mit einem Hater-Kommentar verbunden. Kann man natürlich so auch machen, sollte man aber nicht, weil das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn man sich gegenüber sitzt, würde man sich das, glaube ich, auch nicht so an den Kopf werfen und beleidigend werden, weil das eigentlich, glaube ich, was mit Erziehung zu tun hat. Und viele haben das scheinbar nicht genießen können in ihrer Kindheit. Danach im Maingau erhöht die Preise drastisch. A, ist das Video noch nicht alt, wie gesagt, 10 Tage. B, wundert es mich, dass so viele Daumen nach unten sind. Ich weiß nicht warum, kann sein, dass viele eben Daumen nach unten geben, weil sie sagen, stimmt, die erhöhen die Preise, das ist nicht schön. Oder vielleicht haben sie auch Daumen nach unten oder habt ihr Daumen nach unten gegeben, wo dann sagt, ja, das ist so, aber regt ihr halt nicht auf, alter Mann. Es ist doch nicht so schlimm. Kann auch sein. Dann kommen wieder Fockerchens Heimfahrt Teil 26 und Teil 29. Da muss ich nochmal genau schauen, was das jetzt nochmal ist. Weil das ist jetzt ein bisschen suspekt. Und dann kommt ein Video und das freut mich, dass das mit dabei ist. Das ist die Jaguar I-Pace Probefahrt mit dem André von Fair. Hi André. Immerhin 228 Daumen nach oben, aber 16 nach unten. Weil sie vielleicht das Auto nicht gefallen haben oder zu wenig Probefahrt in dem Video war. Aber die Probefahrt hat maximal, ich glaube, 2 Stunden gedauert. Und dementsprechend war da recht wenig zu machen. Probefahrten ist auch ein Thema für meinen Kanal noch. Da gibt es noch eine andere schöne Geschichte. Das kommt aber mal in einem anderen Video. Kommen wir zu den Kommentaren. Insgesamt habe ich in dem Jahr 4412 Kommentare bekommen. Manche Kommentare erscheinen bei mir Pop-up auf dem iPhone. Sobald einer einen Kommentar schreibt, kommt der Pop-up. Sie haben einen Kommentar erhalten von und dann steht er gleich dort. Sehr oft passiert das aber nicht. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man einen Kommentar zu einem Kommentar gibt, dann bekomme ich nur manchmal ein Pop-up. Manchmal nicht. Das heißt, ich bekomme nicht alle mit. Ich sehe sie nur, wenn ich direkt auf die Seite gehe und dann auf Kommentare klicke. Was ein bisschen umständlicher ist, weil wenn ich unterwegs bin, kriege ich halt manchmal Kommentare angezeigt und manchmal nicht. Und ich möchte eigentlich schon ziemlich viel Kommentare kommentieren. Also ich möchte dann auch was dazu schreiben. Aber bei 4412 Stück ist es sehr schwierig geworden für mich. Das heißt, sollte ich mal auf einen Kommentar nicht sofort antworten oder vielleicht auch gar nicht antworten, hat es 2 Gründe. Einmal, ich habe es nicht mitgekommen, dass da ein Kommentar gekommen ist. Und zweitens, ich habe eventuell auch keine Zeit.
weil zu diesen Kommentaren kommen ja noch E-Mails, die ich eigentlich immer versuche zu beantworten. 4412 Kommentare. Ich bin auch keiner so einer, der für jeden Kommentar, den ich gelesen habe, einen Daumen nach oben da lasse oder ein Herz da lasse. Weil das ist mal schnell gemacht. Ja, könnte man machen. Aber mir selber bringt jetzt das nichts. Ich versuche die, ja, wenn es auch die wichtigsten zu beantworten, ist auch wieder schlecht. Weil wenn ich eine mal nicht beantworte, dann ist vielleicht auch wieder sauer. Also bitte nicht sauer sein. Es sind halt mehr Kommentare als im ersten Jahr. Und deswegen wird es schon schwer, die alle zu beantworten, beziehungsweise mich darauf zu konzentrieren. Ganz wichtig ist auch, dass ich die E-Mails alle beantworte. Das heißt, wenn ihr eine ganz eine wichtige Frage habt oder so, schreibt eine E-Mail, die beantworte ich eigentlich immer. Das sind so, E-Mails sind jetzt momentan so, glaube ich, grob 10 bis 12 Stück in der Woche. Es ist jetzt noch nicht so viel, aber da glaube ich, könnte bestätigen, dass ich das meistens mache, dass ich dann da eine Antwort da drauf gebe. So, jetzt kommen wir zum geschätzten Umsatz. Das heißt ja immer, das ist verboten, auf YouTube seinen Umsatz zu zeigen. Stimmt eigentlich so nicht. Viele machen es nicht, ich mache schon, weil ich das so gewohnt bin eigentlich. In der Arbeit weiß auch jeder, was ich verdiene. Warum soll es hier nicht auch so sein? Das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das ist ja euer Verdienst. Ihr habt diesen Umsatz gebracht und deswegen zeige ich ihn auch. Der geschätzte Umsatz von 170 oder 171 Dollar, ich weiß nicht, wie der errechnet wird, weil der hinten und vorne nicht stimmt. Ich habe momentan einen geschätzten Umsatz von 62 Euro Dollar. Steht vorne in der Übersicht, kann ich nochmal hinblenden. Ich werde mal sehen, wie es sich jetzt ergibt. Ich habe noch keine Auszahlung bekommen, weil man die Auszahlung kann man selber so staffeln, wann man das Geld ausgezahlt bekommen will. Ich habe diesen Level auf 100 Euro gesetzt. Das heißt, bei 100 Euro bekomme ich eine Auszahlung. Die habe ich aber noch nicht bekommen, weil ich die 100 Euro noch nicht erreicht habe. Also auch diese Zahlen sind, steht schon drüber, geschätzter Umsatz. Es hat nichts mit dem realen Umsatz zu tun. Dieses Geld, wenn ich diese 100 Euro bekomme, werde ich die 100 Euro auch spenden. Warum spende ich die? A, muss ich die 100 Euro sowieso versteuern? Die gebe ich mit an, ganz normal. B, bleibt dann nicht so viel übrig. Das heißt, was will ich jetzt mit dem Geld anfangen? Equipment kaufen für das Geld rentiert sich nicht, weil Equipment teurer ist, um einiges als diese 50 Euro. Also spende ich es lieber. Mal schauen, ihr könnt ja unten mal in die Kommentare reinschreiben, wen ich spenden kann, welche Organisation euch da so einfällt. Ich habe so viel, die ich auswählen kann. Ich weiß es noch nicht. Also genau. Dann haben wir, das ist interessant, der geschätzte Umsatz pro Video. Und da habe ich jetzt die Liste. Mein Gau erhöht die Preise drastisch mit 23 Dollar grob. Das heißt, 14% von den Einnahmen sind allein durch dieses Video gekommen. Auch, wie gesagt, für mich so umso erstaunlicher, weil das Video gerade mal 10 Tage alt ist, VW-Skandal aufs Neue. Das war der Livestream vom 7. Dezember. Da sind es immer noch ja, 11,60 Dollar. Weil wobei mich das ein bisschen wundert, weil es war so eine Hauruck-Aktion von mir. Unser Live-Video ist immer so ein Problem mit dem Online-Lassen, weil wenn man es online lässt und einen Monat oder zwei oder drei Monate später anschaut, dann ist es meistens veraltet. Aber ich lasse trotzdem drauf. Danach kommt wieder Heimfahrt Teil 29 und dann Teil 26 und dann nochmal Teil 28, ihr seht es ja hier aufgelistet. Also im Schnitt, ich sag mal, im Schnitt hat ein Video so um die groben die 5 Euro, außer die ersten drei, sag ich mal, die sind schon ein bisschen mehr. Ja, das sollte es gewesen sein,
glaube ich. Ich hoffe, das war ein interessantes Video. Ich schaue jetzt mal, wie lang dieses Video zum Rendern dauert. Also Rendern sollte ja verhältnismäßig schnell gehen, aber bei mir ist das Problem das Hochladen. Ein normales Video auf 1080p hat eine Größe von ungefähr 4 bis maximal 5 GB, so auf 20 Minuten. Beim 4K weiß ich es noch nicht, das werde ich jetzt dann sehen, wenn ich den Osmo Pocket anschließe. Und ich werde es einfach mal unten in die Kommentare, also nicht in die Kommentare, sondern unter dem Video in diesen Bemerkungen, werde ich es mal mit reinschreiben, wie viel Gigabyte der hat, wie lange er gerendert hat, weil das weiß ich jetzt noch nicht, und wie lange ich gebraucht habe zum Hochladen. Und aufgrund von dieser Zusammenstellung werde ich entscheiden, ob es mehr 4K-Videos geben wird. Die meisten schauen, ich habe es gesehen in der Statistik, die meisten schauen es auf Tele, also Smartphones oder Tablets an, einige auf dem Rechner. Da wird es auch kein 4K-Video bzw. 4K-Monitor geben bei den meisten, bei einigen sicher. Ich selber schaue es mir ja immer über die Fernseh-App an und da kann mein Fernseh 4K. Da habe ich einen 55 Zoll 4K bei mir, auf den zocke ich auch immer. Und da schaue ich eigentlich schon 4K-Videos an. Unten, der kann kein 4K, dementsprechend weiß ich nicht, ob sich der Aufwand lohnt, 4K-Videos zu machen. Ich glaube, dass man mit 1080p und ich sag mal 30 Frames eigentlich ganz gut bedient ist im Internet. Da ist die Auflösung schon gut. Und der Mehrwert auf 4K kommt immer darauf an, was für ein Medium das man daheim hat. Wird sich ändern in Zukunft? Es wird sich steigern. Es werden mehr 4K-Monitore rauskommen. Oder die Leute werden mehr 4K-Monitore kaufen. Dann kann man sich's überlegen. Aber wie gesagt, ich schreibe es unten mit rein, wie lang. Und dann kann ich ja nochmal ein separates Video machen, ob sich das jetzt dann auch für mich, dieser Aufwand, rentiert. Zum Rendern. Ob er jetzt für ein 20 Minuten Video 10 Minuten rendert oder 30 Minuten, ist mir eigentlich egal. Und rein theoretisch ist das Hochladen auch egal, weil ob ich das jetzt abends einschalte und am anderen Tag in der Früh ist es dann droben, wie lange das dann YouTube braucht, das dann zu verarbeiten, dass es dann in der schönen Auflösung ist, das müssen wir jetzt mal sehen. Wie gesagt, das schreibe ich unten rein. Ja, lang genug. Ich habe unten hier gar keine Anzeige, beziehungsweise ich sehe sie gar nicht. Ich schaue mal ganz kurz nach. Naja, 29 Minuten schon. Ja gut. Das heißt für mich an euch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es krachen oder auch nicht. Lasst euch die Laune nicht verderben, was die ganzen News jetzt momentan sind, wie Feinstaub durch Feuerwerk und sollte man das verbieten. Lass die Kirche mal im Dorf. Seht das neue Jahr ein bisschen entspannter. Noch entspannter. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns auf der einen oder anderen Messe oder vielleicht auf einem oder anderen Treffen live. Das wäre auch mal wieder schön, dass ich mit euch mal ein bisschen quatschen kann. Noch ein kleines Video, eine kleine Ankündigung. Ich habe einen Musiktitel geschrieben und brauche noch ein paar Freiwillige für ein Musikvideo, das ich machen will nächstes Jahr, wenn das Wetter schöner wird. So im Mai wäre es ganz gut. Aber da kommt nochmal ein separates Video, weil die wenigsten wahrscheinlich das Video ganz geschaut haben. Und wenn ja, dann sehe ich das ja anhand von den Kommentaren. Dankeschön fürs Schauen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein schönes 2019. Ich hoffe, das 2018er Jahr war für euch auch schön. Für mich war es schön. Und für meine Frau wahrscheinlich weniger. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Peace und Servus sagt locker, euer Volker.